Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Robert Bodi, der sagt höflich und freundlich guten Tag, und Gerald Hüther. Hallo Gerald. Der sagt genauso höflich und freundlich. Hallo und guten Tag. Gerald, wir beiden alten Hasen wollen heute über ein Thema sprechen, das uns, so hoffen wir, aber da werden wir nicht umhin kommen, nicht betrifft. Nämlich, wie unser Gehirn altert, betrifft uns. Denn das Ding wird natürlich älter. Ich fürchte schon, dass das jetzt ein bisschen auch ein Gespräch wird, was sehr mit uns selbst zu tun hat. Wir sind ja nun auch schon in dem Alter, wo man damit rechnen muss, dass da oben die eine oder andere Synapse wegschrumpelt. Das fängt ja schon mit 50 an. Das fängt sehr viel früher an. Es ist eigentlich noch... Eigentlich ist es doch ganz anders. Eigentlich ist es doch so, das ist das, was die Neurobiologie da herausgefunden hat, das ganze Leben lang... schrumpelt einem da ein bisschen was weg. Da sterben immer wieder Zellen und da gehen auch mal Nervenzellen unter und manchmal sind das größere Sachen wie nach einem Schlaganfall. Und dann wissen wir aber aus all diesen Untersuchungen, zum Beispiel beim Schlaganfall, dass das, was da weggegangen ist, also kaputt und vernarbt und keine Synapse mehr übrig geblieben, damit sind dann die Funktionen auch alle ausgefallen. Also wenn man jetzt auf der linken Kortexseite einen Schlaganfall hat, dann ist rechts Schluss, dann kannst du mit rechts nicht mehr machen. Bein gelähmt, Arm gelähmt, meistens das Sprachzentrum auch noch mit weg, weil das auch auf der Seite liegt. Und da hat man früher gesagt, naja, ist eben jetzt weg. Früher hat man eben gedacht, wenn da jetzt im Hirn eine Region ausgefallen ist, dann ist eben Schluss, geht nicht mehr. Und inzwischen wissen wir, da geht ganz viel. Da kann man auch Menschen dabei helfen, dass die da wieder neue Netzwerke aufbauen. Und zwar nicht in der Region, die kaputt ist, die ist futsch, sondern auch in der anderen noch gesunden können. Da können dann plötzlich Netzwerke aufgebaut werden, wo so gewisse Zentren, die dann noch intakt sind und die auch für die Bereiche zuständig sind, die man verloren hat in ihrer Funktion, die können wieder ganz neue Netzwerke aufbauen. Und dann kriegt man eben auf der, wenn man es rechts hat und wenn man es links den Schlaganfall hat und rechts gelähmt ist, dann baut sich auf der rechten Seite nochmal ein Netzwerk auf, zum Beispiel, um dann den rechten Arm zu bewegen. Oder es entsteht wieder ein Sprachzentrum. Braucht viel Arbeit und muss man sehr viel üben, aber es funktioniert. Ich habe Leute gesehen, die haben das alles wieder neu aufgebaut, offenbar auf der anderen Seite ihres Gehirns. Und das zeigt, und deshalb habe ich diese lange Vorrede gemacht, es geht nicht nur um den Abbau, es geht auch um den Wiederaufbau. Ja. Und man wird dann, wenn man reinguckt ins Hirn, dann sieht man immer nur, dass es nicht da ist. Aber man weiß nicht genau, liegt es daran, dass der Abbau zu schnell gegangen ist oder dass der Wiederaufbau nicht geklappt hat. Und unter diesem Gesichtspunkt muss man sich das nochmal angucken. Und dann wissen wir aus allen Lebensprozessen, die wir kennen, Abbau geht schnell. Da musst du nicht viel dafür tun. Zum Beispiel im Krieg, also dass alles kaputt ist, das ist kein großes Thema. Aber Wiederaufbau ist furchtbar. Das dauert lange, braucht günstige Bedingungen. Und das ist mit dem Gehirn auch so. Diese Wiederaufbauprozesse, nennen wir es mal Regeneration oder Selbstorganisation, die gehen nicht, wenn es einem nicht gut geht. Also wenn wir jetzt beide mal so einen Schlaganfall hätten, müssten wir beide sehr dafür sorgen, dass es uns richtig gut geht, dass wir uns in dieser Welt doch noch gehalten und getragen fühlen, dass wir das Gefühl haben, dass wir hier nicht umsonst rumlaufen. Und wir müssten die Hoffnung haben, dass es doch auch wieder was werden kann. Und dann können wir uns gegenseitig helfen, diese Funktionen wieder aufzubauen. Und dann geht es auch. Und jetzt kommen die und sagen, wie unser Gehirn altert in diesem Beitrag, den wir uns da hier rausgesucht haben. Und stellen fest, großartige Neuigkeit, es altert vor allen Dingen dort, wo es am kompliziertesten verschaltet ist. Das fand ich ganz spannend. Und zwar geht es da um eine Studie am Institut für Neurowissenschaften am Forschungszentrum in Jülich. Die haben eben rausgefunden, dass das Gehirn dort am frühesten altert. Wie du sagst, wo es am kompliziertesten ist, wo es am neuesten ist. Was man auch sagen kann, an den Hirnarealen sozusagen, wo wir uns als Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheiden. Das, was uns wirklich zum Menschen macht, das ist das, was am frühesten altert. Du sagst, das ist normal, erschreckend ist es trotzdem, oder?
Naja, aber ich bin ja Biologe und kein Moralwissenschaftler. Und für einen Biologen ist doch ganz klar, dass die hochkomplizierten Lebensprozesse dann auch zuerst in Gefahr geraten, nicht mehr zu funktionieren, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Das, was basal für das nackte Überleben notwendig ist, also unser Stammhirn oder tiefere Bereiche des Gehirns, die werden immer funktionieren. Die gehen so schnell nicht kaputt, weil dann würden wir gleich dran sterben. Also es ist kein Wunder, dass das Komplizierte schneller kaputt geht oder, ich sage es an der Stelle nochmal, sich weniger schnell wieder aufbaut. Damit wir das mit dem Alter raus haben. Die sehen ja nur, dass weniger da ist. Ob das jetzt daran liegt, dass die das nicht mehr kompensieren können im Alter oder ob das schneller wegschrumpelt, das bleibt man noch dahingestellt. Nun, Gerald, wir fragen ja immer, was können wir daraus lernen? Wie können wir diese beiden Dinge, die du nun so anschaulich beschrieben hast, einmal, dass da zwar was verschwindet, dass das aber wieder neu lernbar ist und zum anderen, dass vor allem die Dinge, die uns zum Menschen machen, die uns unterscheiden von zum Beispiel Affen, diejenigen sind, die am frühesten altern. Wie kann man das zusammenfassen in eine wichtige Lehre für uns, für den Alltag? Heißt das, wir müssen uns vor allem im Menschlichen immer wieder neu üben, damit wir das neu lernen, auch wenn das sozusagen schneller altert? Ja, es sind ja immer so Selbstbilder und Menschenbilder. Und die sind ja auch häufig durch wissenschaftliche Erkenntnisse oder aber wissenschaftliche Fehlerkenntnisse geprägt. Und wenn wir das Weltbild haben und das Menschenbild haben, dass das Gehirn mit dem Alter immer mehr degeneriert und es einfach nur diese Abbauprozesse sind. In Klammern, das kommt daher, dass wir uns im letzten Jahrhundert auch im Wesentlichen mit Maschinen beschäftigt haben, die ja auch tatsächlich nur altern können, indem sie verschleißen. Wenn wir aber das auf den Menschen übertragen, auf unser eigenes Gehirn, dann gucken wir auch immer nur, dass wir den Verschleiß aufhalten. Und so ist die gesamte Demenzforschung, seitdem es die gibt, ausgerichtet, Verschleiß aufhalten. Substanzen finden, irgendwas finden, was dazu führt, dass es nicht mehr so schnell wegschrumpelt. Und worum wir uns gar nicht gekümmert haben, ist dieser andere Bereich, Wiederaufbau. Also was müssen wir, das ist ja deine Frage, wie müssten wir unser Leben gestalten? Wir müssen es so gestalten, dass es möglichst günstige Bedingungen oben im Hirn gibt, dass Regenerationsprozesse dort wieder stattfinden können. So, und da weiß man, das ist eine ganze Forschungsrichtung in der Medizin, die dann auch mal so ab und zu wieder auftaucht und hochgeholt wird, die heißt Salutogenese. Wir kennen die Pathogenese, das ist die Lehre davon, wie es kaputt geht. Die Salutogenese ist die Lehre davon, wie es wieder ganz in Teile wird. Ist das symptomatisch für unser Nachdenken über die Gesundheit? Ich habe das Gefühl, unser Gesundheitssystem ist letztendlich ein Krankheitssystem. Es ist genauso ausgerichtet. Ja, es ist auf Verschleiß ausgerichtet, da werden die Gelenke ausgetauscht, das ist alles dieses Reparaturdenken. Wenn wir jetzt dieses salutogenetische Konzept zugrunde legen, kommen wir auf eine ganz andere Ebene. Das ist nämlich in vielen und sehr stichhaltigen Studien gezeigt worden, dass es drei salutogenetische Grundvoraussetzungen gibt, damit etwas wieder heilen kann oder sich regenerieren kann. Das erste heißt für uns Menschen, da wird es jetzt sehr konkret, Verstehbarkeit. Wenn ich nichts verstehe von dem, was um mich herum passiert, ist schlecht. Ich muss ehrlich gestehen, wenn ich abends die Nachrichten angucke oder irgend so eine Diskussionsrunde im Fernsehen, fällt mir es auch schwer mit der Verstehbarkeit. Also nicht, dass ich die Worte nicht verstehe, aber ich weiß nicht, was die da treiben und warum die das so machen. Das zweite ist, wenn ich es dann verstanden habe, wäre es gut, wenn ich es auch gestalten kann. Aber was nützt mir denn das, wenn ich da genau verstanden habe, wie der Krieg irgendwo in Gaza oder in der Ukraine entstanden ist, wenn ich jetzt keinen Einfluss darauf nehmen kann, dass der zu Ende kommt? Dann ist es ja eine ständige Belastung. Und das Dritte, wenn ich es denn schon verstehe und gestalten kann, es müsste auch noch sinnhaft sein. Ich müsste das Gefühl haben, dass das nicht völlig sinnlos ist und auch mein eigenes Dasein auf diesem Planeten nicht als etwas betrachten, was nur dazu dient, damit ich viel Freizeit und viel Spaß habe. Also, das sind drei salutogenetische Grundhaltungen. Die sind in unserem Kulturkreis nicht allzu gut zu verwirklichen. Und deshalb glaube ich, dass diese Selbstheilungskräfte, die dann auch eine Regeneration in Gang brächten, nicht so gut ausgeprägt sind. Oder mit anderen Worten besser gesagt, unterdrückt.
Die sind unterdrückt. Normalerweise hätten wir es, aber in der Art und Weise, wie wir leben, kann sich es nicht entfalten. So, und dass das nun in Bereichen stattfindet, diese unzureichende Wiederherstellung des Kaputtgegangenen oder dass in bestimmten, dass es auch immer bestimmte Bereiche gibt, die empfindlicher sind fürs Kaputtgehen, dass das immer Bereiche sind, wo das Ganze besonders komplex ist, das ist banal. Da brauche ich so eine Studie nicht. Das kann ich überall beobachten, auch in der menschlichen Gesellschaft, auch in meiner Familie, dort, wo es ganz subtil und fein wird, dann geht es zuerst kaputt, wenn nicht mehr genug Geld da ist. Und die Beziehungen und das liebevolle, rücksichtsvolle Miteinander, wo man doch gelernt hat, wie man miteinander umgehen müsste, damit es dann für alle gut ist, das klappt nicht mehr, wenn der Vater arbeitslos wird und die Mutter nicht mehr weiß, wie sie das alles hinkriegen soll. Dann rutscht es zurück auf die basalen Strukturen im Hirnstamm oder jedenfalls ziemlich weit unten. Und dann kommt da ein Verhalten raus, das hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was uns als Mensch von den Tieren unterscheidet. Manche gehen dann nicht nur bis auf die Stufe der Affen zurück, sondern bis auf die Stufe der Krokodile und reagieren aus dem Stammhirn mit Angriff oder Flucht oder ohnmächtiger Erstarrung. Und deshalb ist es doch auch kein Wunder, dass die Bereiche, wenn es jetzt zu Schwierigkeiten kommt und im Hirn, in deinem und in meinem Hirn, heißen diese Schwierigkeiten, dass da platzt ab und zu mein Gefäß, da verstopft mal was und da geht mal was kaputt. Ja, diese Schwierigkeiten gibt es. Und das ist natürlich besonders verheerend, wenn solche Prozesse dort auftreten oder treten am leichtesten dort auf, wo das Ganze am empfindlichsten ist und am subtilsten. Also ganz oben. Da unten muss es robuster sein, sonst wird man ja gleich tot sein. Insofern ist diese Studie eine gewisse Banalität und spiegelt nur das wider, was überall im Leben zu beobachten ist, dass das komplexe, komplizierte, filigrane, oftmals auch schöne und ästhetisch am schnellsten dahin geht, wenn es schwierig wird. Also wir können das in unserer Gesellschaft können wir sagen, was geht zuerst kaputt in den Bach runter, wenn die Gesellschaft in schwieriges Fahrwasser kommt, die Kultur, dass man sich um die Alten kümmert, dass man sich um die Kinder kümmert, oftmals sogar. Dann ist nur noch Besitzstandwahrung angesagt und das ist nicht die komplizierteste und komplexeste Form der Nutzung des Gehirns. Jetzt sagst du, das ist eigentlich banal, was diese Studie da offenbart. Da scheinen mir aber doch ziemlich tiefgreifende Lehren hinterzustecken. Ja klar, aber ich kann da zugeben, dass ich die ausgesucht habe. Und die habe ich deshalb ausgesucht, weil hier nochmal deutlich wird, wie weit wir gesunken sind in unserem eigenen Selbstverständnis. Ja, wir brauchen so eine Studie, müssen das Maul aufreißen angesichts dieser großartigen Erkenntnis, dass unser Gehirn dort am schnellsten nicht mehr diese Konnektivität aufbauen kann, wo es am kompliziertesten ist. Tun so, als sei das Wunders, was für eine Erkenntnis, und erleben das doch tagtäglich in allen Lebensbereichen, dass das Komplizierte nicht mehr geht, wenn es nicht mehr richtig läuft. Und die Schlussfolgerung heißt doch dann nicht, wir müssen das Komplizierte schützen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir unser Leben so gestalten, dass vor allen Dingen das Komplizierte gelingt. Wenn Kindheit nicht mehr gelingt, wenn Gesundheit nicht mehr gelingt, wenn eine florierende und kreative Wirtschaft nicht mehr gelingt und wenn auch die entsprechende Infrastruktur und der Aufbau dieser Infrastruktur in einer Gesellschaft nicht mehr richtig gelingt, dann ist nur eine Frage der Zeit, wann wir mit einer Demenz rumlaufen, alle. Also in einer dann in diesem in gesellschaftlichen Demenz, wo nichts mehr klappt und man nur noch so dahin vegetiert, ja. Also, wir müssen uns diesen komplizierten Dingen widmen, weil sie zerbrechlich sind. Ganz einfach. Weil sie zerbrechlicher sind. Ja, aber nicht indem wir das Komplizierte üben, sondern indem wir Voraussetzungen schaffen, dass das Komplizierte sich auch formieren kann. Und das würde bedeuten, wir müssten versuchen, ein bisschen anders miteinander umzugehen. Also nicht so sehr mit den Ellenbogen, uns einfach vielleicht ein bisschen mehr unterstützen, uns gegenseitig helfen, dass wir uns auch wirklich und das, was in uns drin steckt, entfalten können, anstatt dass wir uns gegenseitig so fertig machen, dass sich da gar nichts mehr entfalten kann und wir am Ende eben in diesen Bereichen, wo man eigentlich komplexe Beziehungen sehr nutzbringend und fruchtbar gestalten könnte, dass diese
Bereiche gar nicht mehr funktionieren. Das sind wir auf einen Irrweg geraten und ich fürchte, dass das noch eine Zeit lang so weitergeht, bevor wir wieder zur Besinnung kommen. Das in einer gewissen Weise trägt dazu ja dann auch diese ganze KI bei. Das ist in der ersten industriellen Revolution haben wir gelernt, dass schwierige körperliche Tätigkeiten durch Maschinen erledigt werden können, mit dem Ergebnis, dass wir zu körperlich Gebrechlichen geworden sind, die gar nicht mehr richtig gut laufen können und klettern schon gar nicht und vieles andere auch nicht mehr. Und jetzt in diesem Zeitalter, wo wir auch unsere geistigen und kognitiven Fähigkeiten an Maschinen abgeben, kann das ja nur dazu führen, dass wir da oben im Hirn jetzt Gebrechliche werden. Das, was man da nicht benutzt, das ist dann weg. Das weiß ja jeder. Ich kann mir ja schon selber inzwischen keine einzige Telefonnummer mehr merken, weil die alle in meinem Smartphone gespeichert sind. Und ich will nicht wissen, was ich noch alles für Themen habe, die ich nicht mehr zugänglich habe, weil ich weiß, ich kann da jederzeit zugreifen. Und ich kann jetzt inzwischen mir sogar einen Text schreiben lassen, wo ich früher noch mein Hirn anstrengen musste. Nee, drücke ich auf den Knopf, die Maschine macht das. Ergebnis davon, ich werde es nicht mehr lernen und die dafür erforderlichen Verschaltungen im Hirn werden auch nicht mehr gestärkt, gefestigt und oftmals noch nicht mal mehr aufgebaut. Also die große Lehre aus dieser relativ profanen Einsicht ist, wir müssen das miteinander jeden Tag üben und praktizieren, um unser Gehirn genau in diesen Ecken, wo es so kompliziert wird, lebendig zu halten. Ja, ich kann es auch ganz einfach sagen, der Druck muss raus aus dem System. Spielerische Leichtigkeit ist der Mechanismus, mit dem das Hirn alles lernt. Bei Kindern sieht man das noch manchmal. Und sobald man Druck drauflegt, dann muss das Gehirn darauf reagieren, indem es einzelne Fähigkeiten auf Kosten von anderen hochfährt. Und damit wird man, ja, mit Druck und diesem Leistungsdruck und der Konkurrenz wird man ein ziemlich guter Spezialist. Also ich könnte auch sagen Fachidiot oder Leistungssportler und was es noch so für Spezialisten gibt. Aber ein umsichtiger, nachhaltig lebender, eingebetteter und mit der Welt und mit sich selbst verbundener Mensch, das wird man garantiert nicht. Und damit hat man auch kein hinreichend komplexes Gehirn. Bei den Neurowissenschaftlern heißt das, worüber wir hier reden, das heißt Konnektivität. Mhm. Es geht um Konnektivität und dort, wo die am komplexesten ist, wird sie nicht richtig aufgebaut, wenn man gar zu einfach lebt. Und dort, wo sie am komplexesten ist, geht sie auch am schnellsten kaputt, wenn man ein Leben führt, was dazu führt, dass Komplexität nicht mehr bewahrt werden kann, weil es eben auf Einfachheit und Banalität ankommt. Das ist eine wichtige Lehre. Das ist dann eine Information, die für mich nicht weg kann. Dann heb sie auf. Und für mich ist es wieder so eine dieser Informationen, wo man daran erinnert wird, nochmal darüber nachzudenken, wo wir eigentlich gelandet sind. Gerald, herzlichen Dank. Es war wieder ein spannendes Gespräch. Pass auf dich auf, vor allen Dingen auf diese komplexen Bereiche. Die sind ganz vorne unter der Stirn. Okay. Präfrontale Rinde heißt das Ding. Ich werde darauf achten. Und alle, die uns zugehört haben, eine schöne Woche. Alles Gute.